noch eine. Schade, haben wir ein bisschen später gemacht. Die über die Grenze wollen und nicht können. Tut, tut. beschwert sich auch noch. Wie sind sie, die Camper? So, auch der Martin hat es endlich geschafft und sich entschneidert. Auf Toms Heringsfliege. Ein kapitaler Köhler. Ein kapitaler Sei. Auch hier müssen wir wieder ransuchen. So sieht er gut aus. Ich brauche längere Arme. So sieht er wunderbar aus. Jawohl, Petri heil. Ja, Leute. So. Und ab damit. So wird hier geangelt. Genau. Wie es geht. Und wie immer unter allerschwierigsten Bedingungen. Genau. Auf Tom seine Heringsfliege, die funktioniert. So. Der muss noch wachsen. Ein Fisch nach dem anderen. Sicher gelandet. Wir rauben hier die ganze Zeit im Wasser drin. Ja. Im Mittelwasser hier.
Abschluss-Abspann-Film werden. Ja. Aber keiner weiß was. Wir sind ein bisschen traurig, ja, glaube ich auch. Mir geht es jedenfalls so. Ja, ich denke uns dass auch. Dass die Zeit schon wieder vorbei ist, die Tage. Aber man sieht sich ja vielleicht auch mal wieder irgendwo. Ja, ich denke schon, dass wir nochmal. Entweder kommen wir hier in die Ecke nochmal. Da bringen wir dann unser Gummiboot mit. Ja. Mit unserem Motor, den dann der Tom zerschreddern kann. Genau. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall auch diese Stifte zulegen. Genau, für unseren Motor. Und werde dir da auch nochmal einen Ersatz mitbringen. Und ein neues Handy mit Seekarten-App. Auch sehr empfehlenswert. Ja, das stimmt. Ja. Dann nisten wir uns irgendwo auf so einer Insel ein. Bewaldete Insel. Mit Feuerholzvorräten. Dann kannst du uns ja dann besuchen kommen auf unsere Insel. Dann komme ich rüber in euer Lager. Jo, so machen wir das. Seid ihr denn zufrieden? Äußerst. Ihr habt ja arbeiten müssen für eure Fische. Die sind uns doch nicht ganz freiwillig ins Boot gesprungen. Aber herrliche, herrliche Fische. Sie haben ja auch. Das sind wir ja gewohnt. Ja, dass man arbeiten muss. Mehr Badewetter als Angelwetter gehabt, muss man sagen. Ja, das Wetter hast du gut herbestellt. Zu schön also, zum Angeln, zum Zelten und Campen, hier. Wunderbar. Farbe haben wir alle wieder. Tom, ganz Körperfarbe hier, gell? Absolut. Und heute ist der Herbst wieder eingekehrt und das andere Wetter. Sehr rau heute. Von einem auf den anderen Tag warm. 15 Grad weniger. Jo. Tja. Ja, so ist es in Norwegen. Ja. War doch schön. Haben gut gefangen. Auf die verschiedensten Köder gefangen, auf an den verschiedensten Stellen. Schleppblinker, auf kleine Pilger, Blinker, Gummifische, auf Fliegen, Garnelchen, schöne Fische direkt vom Ufer, direkt am Ufer gefangen. Jo. Kutterbootstour, die war spitze. Große Wellen und fast keine Fische. Aber wenn, dann große. Aber wenn, dann große. Ja. Genau. Sieht's aus. Ah ja, so ist das mit dem Angeln. Ja, Möglichkeiten sind da hier im Südwesten, habt ihr gesehen, aber man muss sich seine Fische erarbeiten. Oder man braucht einen hervorragenden Guide. Oder man braucht einen Lokalschänden. Genau. Prima. Ja. Ja, gut, abschließend. Tausend Dank, tschüssen Tag. Jo, lege so. Ja. Das war hervorragend. Der kann ein Bare jede Wake, der war weltgeschickt. Kommst du gerne zu uns? Das war sehr aufregend für mich am Anfang und ist sehr entspannend geworden dann für mich. Prima. Wegen den Pressanger. Genau, Pressanger und Vorstellung und fremdes Lager von der hohen Prominenz. Naja, und demnächst gehen wir dann irgendwann mal Hechte angeln. Da geht's mal zu uns ans Bächlein. Genau. Am Fluss. Oder dann lasse ich mich mal guiden. An den Geheimbach. Von den Profis. Genau. Jo. Da gibt's Hesche, Forelle und Hecht. Da bin ich gespannt. Und vielleicht hockst du dich ja mit in den Dschungel mal für eine Nacht. Das wenn die Zeit passt. Das hört sich sehr gut an, ja. Da legen wir mal eine Welsbombe aus. Oh. Und zuppeln mal so ein paar Aale vielleicht an Land. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ja. Kannst du alles haben? Nicht mehr gemacht. Macht auch Spaß. Je nachdem, wann du kommst. Jo. In welcher Jahreszeit? Ich denke mal im Herbst. Vielleicht im Herbst. Da geht alles. Mal. Da kann alles gehen. Zur Raubfischzeit. Schlechtwetterzeit ist Raubfischzeit, habe ich mir sagen lassen. Ja. Jo. Ja. Gut. Wann? Wie ist Nackes, wa? Ist Nackes. Hallo, wa? Hallo. Jo. Vor Inventar. Jo. Ingenting und Tag davor. Das sagt der Reiner immer. Genau. Ingenting und Tag davor. Ware checkt, Ware hüpft. Ingenting und auch Tag davor. Nichts zum Danken. Tschüss. Jetzt kommen sie vorbeigezogen. Wir lachen uns aus. Also ich wetze meinen Haken schon mal richtig stark durch. Ja, mach das mal. Ich sammle noch ein bisschen Kräfte. Ruht euch nur aus. Ich ruhe mich auch ein bisschen. Ihr braucht aus. Kraft, um eine Meerforelle da rauszuheben, die gleich halb zehn. Halb zehn abends haben wir es jetzt gleich. Müssen wir jetzt hier meine Fingernägel noch ein bisschen schleifen? Ja, die lehnen die gleich. Guck mal da hin, diese große Augenkrieg.
Gleich kommt die Möwe und klaut uns ja, ja, die Fische. Ja, 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 ja. Die wartet seit Stunden auf die Gelegenheit. Sie positioniert sich schon mal. Denkt sich, ja, was? Setzt euch da wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Danke, ja, ja. Vielleicht bleiben sie ja sitzen. Heute Abend gibt es Möwe. Ja, ja. Auf geht's, ich fange hier in diesem Steinteil. Ja, mit der Flut sind auch doch noch die Fische gekommen. Na Tom, was sagst du? Ist so ein schöner Pollack. Wunderschönes Tier. Endlich. Der Leifisch. Da ist er, der erste Räuber. Na also, der ist er doch. Der Brückenpollack, der Brückenräuber. Hat geklappt. Es hat doch noch geklappt. Auf Toms Hering. Schön sanft eingeschlagen. Genau in die Rinne. Da ist er wieder. Stehe ich hier auf dem Sprungturm und habe nicht mal die Badekappe auf. Sehr schön, Martin. Sehr schön. Einer der Kleinen. Mach den Trillgarten guten. Du musst dir vorne ranholen. Ja.
Der ist auch nicht größer als der andere. Nee, und der hat viel mehr Rabatz. Meerforelle. Ist eine Meerforelle? Meerforelle! Aber eine richtig schöne. Oh, wie geil ist das denn? Ich würde sagen, ein dickes Petri Heil. Deswegen ist das meine Lieblingsstelle. Petri Dank! Ihr schaut euch das an. Was? Schaut euch die schöne, feiste, dicke, fette Meerforelle an. Krass. Da ist der Fänger aber glücklich. Ein toller Fisch, ein glücklicher Fänger, eine richtig dicke, fette Meerforelle. Vollgefressen. Ja. Auf die Heringsfliege. Fantastisch. Fantastisch. Auch das ist möglich im Südwesten von Norge. Jetzt ist Tom im Drill. Auch auf dem Sprungbrett. Pollock auf Fliege in der Dämmerung. Sehr schön, Tom. Hast du ihn gesehen? Er kam raus und die Oberfläche hat sich gleich weggenommen. Auf einen Schlag habe ich nur die Fliege nicht mehr gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da, bis. Ah. Du musst die Fliege beobachten. Die nehmen sich so voll weg. Naja, deine Heringsfliege, Tom. Bisschen tupfen. Der kam im Rücken raus. Ah. Gleich beim ersten. Da, bis. Jetzt ist er nicht da. Ich hab's schon jetzt abgemacht. Warum machst du denn deine Fliege ab, Tom? Na, kicke. Und wieder ein schöner, wa? Hier vorne in der Ecke. Du musst dir langziehen. Ich geh mit, Papa. Kannst du mal die Kamera halten, die filmt, dann mache ich ein Foto. Thank you.